Sachen, die wir praktisch direkt über den Grundtop machen, die sind eigentlich immer gleich da. Da haben wir maximal 2 Sekunden Verzögerung. So. Das Ding nennt sich Mesh Turtles. Und Sound ist schon mal gut. Sound ist schon mal gut. Ja, ja. Das ist jetzt hier von den üblichen Verdächtigen. Das ist jetzt von Fanda, der kommt hier aus der Tschechei. Und Peachy ist ein Grafiker. Ja, das ist ein Grafiker halt. Ja. Und die hauen dann halt immer mal wieder so ein Spiel raus. Jetzt schauen wir mal, wie wir da hier weiterkommen. So. Man kann das mit Multijoy spielen, das Ding. Ja. Das mache ich jetzt auch mal aus. Ich hätte eins dabei, aber das dauert viel zu lange, das aufzubauen. Select. Turtle spielt normal. Nochmal Game Mode. Ist jetzt eigentlich für 2 Spieler, wenn jetzt noch einer Lust hat, mich mal eine Runde zu machen, soll er seinen Joystick schon holen. Es ist praktisch so, man kann es relativ schnell lernen, die Bedienungsanleitung hat nur 50 Seiten. Ja gut, ich meine, es ist. Du schlägst mich jetzt nicht, dass er ein Gamepad ist? Nee, das ist ja völlig egal. Wichtig ist der Stecker. So. Das ist echt gut. Wie viele dieser tschechischen oder polnischen Spiele haben sie halt einen tollen Sound, der dann, wenn wir es spätestens mal, wenn wir es mal eine halbe Stunde laufen, das ist dann auch nicht geschlossen, wenn wir Sound abnehmen. So, machen wir an. Letzten Endes handelt es sich hier eigentlich um ein vereinfachtes Frogger. Man muss seine, genau, man muss darüber. Und man darf nicht erwischt werden, ja. Mich hat es jetzt erwischt. Das ist wie Speedway auf dem 2600 da. Richtig. Ja. Und der Bagger auf dem Falken. Und man sieht schon, wir sind da sehr klasse dabei. Ja. Also nicht so einfach, wenn man kann nicht links und rechts gehen. Nee, du kannst nur, das ist so wie. Frogger, naja, Frogger kannst du nicht. Nee, das gab mal hier von Activision gab es so ein Chicken-Modul. Freeway, genau. Das war dann für 2 und das ist im Prinzip genauer genommen eigentlich das für 8 Spieler. Ja. Richtig, genau. Welche Tour müssen Sie vorher noch, bevor Sie umfahren? Und auch da werden die verschiedenen Objekte so erzeugt, dass man die nachträglich ein- und ausschaltet? Ja, genau. Man hat nur 4 gleichzeitig. Man hat eigentlich nur 4 Sprites und dann 4 Missiles, ne? Deswegen flackern die Autos? Oder? Ja, da kann man das natürlich ein bisschen kaschieren, wenn man das bei schnell bewegten Sachen macht. Hat man den Vorteil, dass sieht es das menschliche Auge immer so wirklich. Ja. Das Schöne ist, dass die Sachen alle mehrfarbig sind. Ja. Was man, wenn man ältere Spiele anguckt, die damals kommerziell verkauft wurden, auch nicht unbedingt war. Also, ja gut, aber man muss auch hier sehen, ich meine, der hat 4 Sprites, aber die sind den ganzen Bildschirm groß. Das ist natürlich was anderes. Das ist eine komplett andere Sache. Der ist 256 Zeilen hat ein Sprite, also wirklich von oben nach unten. Okay. Und du kannst ja im Interrupt am Ende von jeder Zeile, kannst du die Position neu setzen. Okay. Das heißt, die Autos, das ist alles ein einziges, das sind 4 Sprites, die übereinander liegen. Der verändert den Sprite praktisch. Ja, der verändert die X-Position. Also 4 Autos unten sind praktisch ein Sprite. Ja, ja. Alle in eine Richtung sind auf jeden Fall ein Sprite. Also oben, das werden eigene sein. Und auch da kannst du ja mittendrin sagen, dass du nochmal alles neu setzen willst. Oh. Also solange die sich nicht überlagern, das ist ja das Schöne an dem Spiel, ne? Ist das alles, eigentlich bringt das die Hardware noch voll rüber. Weil die Hardware kann ja sagen, solange die sich nicht überlagern, sich nie in die Quere kommen, ist das alles kein Problem. Aber nur die Autos, die gleich schnell fahren, oder? Oder wird da ein Sprite in drin manipuliert? Nein. Mitten im Bildschirm kannst du die Sprites manipulieren. Du sagst doch am Ende von jeder Zeile, von jeder von diesen 200 Zeilen, kannst du die X-Adresse von dem Sprite neu setzen. Ja, okay. Und damit ist doch einer vorne und einer ist hinten, aber die sind ja nie übereinander. Du tust ja die Y-Koordinate nicht verändern. Ja. Die sind ja immer untereinander. Also was ich jetzt echt klasse finde, ja, fällt mir gerade auf, wenn gehupt wird, weiß man schon, man ist gleich tot. Ja? Also, da wird zwar noch gewarnt, aber es ist vorbei. Ja? Zack, erwischt. Ja. So. Der Jubelschrei der Autos. Das ist sowas wie, Frank, das ist sowas wie, oh, lucky. Und was ich auch echt übel finde, solange man diese Position nicht geschafft hat auf dem Bildschirm, kriegt man keine neue. Ja? Dann ist man da halt ewig drauf festgehalten erstmal. Ja, das ist neu, das stimmt, ja. Und das ist eigentlich. Da sind auch die Nummern drauf. Ja. Bei allen anderen Spielen ist man. Läuft das auf einem normalen 8.11?
Das läuft auf dem normalen 800XL. Ja, natürlich. Wenn man es jetzt bloß zu zweit spielt, dann läuft es eigentlich der normale Rechner. Wenn man es zu acht spielt, braucht man eigentlich dieses Multi-Joy. Ja, den brauchen wir dann rein. Ja. Ansonsten gibt es keine Voraussetzungen hardware-seitig für dieses Spiel. Ja. Das ist, das sieht man auch vom Aufwand. Michael, auch von wir haben vier weg. Das heißt, unser Kick-Off-Spiel, das sollten wir mal parallel machen. Ja, genau. Deswegen, aber erstmal muss er jetzt...